Herzlich willkommen zu dieser kleinen Reportage für Fresh Freddy, The Legend Lives On. Wir nehmen Sie mit auf verschiedenste Abenteuer, quer durch Freiburg. Was werden wir alles erleben? Du wirst rausfinden. Freddy, Film ab. Das wird echt eine Cringe-Compilation. Somebody once told me the world's gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of down with. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich, damit du's weißt, ich liebe dich. Oh, hi. Freunde, ich bin's. Freddy, du bist es. Und ich bin auch da. Wir vermissen dich alle sehr. Der Chris denkt jetzt, dass ich über die Dreisam rede, aber nein. Kommt Deep Talk. Mach mal einen coolen Effekt, jetzt. Okay. Danke, Chris. Ja, Freddy, zum Glück sind es nur 3 Monate, in denen du weg bist, weil ich freue mich schon, wenn du wieder in Freiburg bist und wir hier wieder Zeit miteinander verbringen können. An so schönen Orten wie diesem. Guck, Wasser. Okay. Ich glaube, wir machen noch ein bisschen Action heute für dich. Sei gefasst. Ja, guten Tag. Frederik. Wir sind hier beim Kastenlauf. Mehr habe ich nicht zu sagen. Schade, dass du nicht da bist. Thank you.
Enough. Thanks. Yeah. Welcome to this special episode of the Ellen DeGeneres Show with your host, me, Ellen DeGeneres. It's a special episode, you know. It's for Frederick. He went to Africa. And it's okay. He has eaten lots before, so he got. Yeah, he's okay. Yeah, we invited his best friends, his accomplices along his life. They will show us where he grew up, where he met some of the famous friends in his life. It's a sports guy, real handsome looking fella. Yes, quick commercial break. We'll be right back. Miracoli, das Original mit der einzigartigen Würzmischung. Heute ist Miracoli-Tag. Probieren Sie jetzt auch unsere leckeren Miracoli-Pasta-Soßen. Welcome back, everyone. Was soll ich noch sagen? Back to commercial break. It was a ruse. Back to commercial break. Robert repariert. Robert tauscht aus. Hallo, mein Name ist Thorsten Bohms, Leiter Service Center bei Carglass. Robert. So ein Steinschlag ist alles andere als harmlos. Ich zeige Ihnen warum. Ein Steinschlag besteht aus tausenden Mikrorissen, die sich unbemerkt ausweiten. Dann genügt schon ein Schlagloch und die Scheibe kann reißen. Und nicht nur das. So ein Steinschlag kostet Kaskoversicherte keinen Cent. Wirklich, alles kostenlos für Kaskoversicherte. Wenn Sie einen Steinschlag entdecken, direkt anrufen. 0800 7 mal die 2. Robert repariert. Robert tauscht aus. Here we are again. We got you this time, NBC. Or ABC. Or CBS. What a great time we are already have tonight. Had tonight. Back to commercial break. Sind Sie auch unzufrieden mit Ihrem Hof? Dann kommen Sie doch zu uns. Unsere Experten und Außenarchitekten werden Ihnen helfen, Ihren Wunschhof Realität werden zu lassen. Wie zum Beispiel bei diesem zufriedenen Kunden. Das ist mein Hof. Mein Hof hat Fahrräder. Mein Hof hat außerdem einen Toaster. Wir sehen uns bald bei Happy Hof. Happy Hof. Wir machen den Hof frei. Oh, we're back already? Well, thanks to the power of cutting, no one knows. And don't tell anyone. Freddy, we know you're watching right now. Of course, we are live, have live guests this evening too. It's Harald, you know. He's a little bit extreme, but
He's a nice pal. That's all, folks. Thanks for your time. Mensch, Freddy, du hast mich aber erwischt. Bei meinem kleinen Projekt habe ich kurz auf die Beine gestellt, Borderless, in deinem Spirit sozusagen. Ja, das mache ich heutzutage in meiner Freizeit, wenn du nicht da bist. Ja, Freddy, schön, dass du da bist. Wir haben ja gesagt, wir gehen gerade zur Schule, wo Männer erwachsen werden. Willkommen, Mensch. Erinnerung, ha? Schöne wie schlechte. Mehr schlechte. Aber auch schöne. Schon. Schon auch. Ja, du, was soll man sagen? Cafeteria, noch nie gegessen. Neubau. Sportplatz, die kleine Weedfarm davor, das Leben ist gut, ja, nee, wobei der war eigentlich immer ganz nett, gell, ja, Neubau halt, nicht schlecht, ich mach jetzt einen Kickflip oder einen Olli. Können wir das so schneiden, dass mit der Mage, dass ich drauf land wieder? Ja, ja. Okay. Ja. Wieso haben wir eigentlich, wir waren das mit dem Mandala auf dem Boden und haben irgendwie nur aus Faulheit die Hälfte angemalt. Inzwischen verblasst. Können wir mal die Aufnahme stoppen? Mensch, Freddy, wir sind weit gekommen. Erinnerst du dich an den Spielplatz? Ich fürchte, das Mikrofon wird gerade ein bisschen rauschen, aber nicht so schlimm wie bei deinem Strandvideo. Also, ist alles gut. Soll ich dich rumführen? Warte. Guck. Spielplatz. Ja, wir haben keine Rutsche. Wack. Wack. Komm mit. Ich werde der Sportlehrer. Guck. Und nochmal zurück. Du musst uns noch ein bisschen Zeit verschaffen. Wir haben noch nicht die Videolänge erreicht, die wir wollten. Könntest du noch vielleicht da irgendwas rausholen? Das Video ein bisschen strecken? Vielleicht redest du noch über den Spielplatz. Eine Bewertung oder so irgendwas würde uns schon wirklich helfen. Schau mal, was du da tun kannst. Ich soll den Spielplatz bewerten, sagte Chris aus dem Off. 6 3/4 von 8. Bäumen. See you soon.
Die Päpste sind für den Papst gebaut. Die Bänke sind für den Papst gebaut. Nein, das war ein Kreuz, Chris. Das war ein Kreuz. Christlich. Protestantisch. Herzlich willkommen bei der Kleingriff-Minigolf-Anlage in Mooswald, Freiburg. Wir haben natürlich wieder Special Guests vorbereitet. Heute kommt Harald Butzmann, weltbekannter Kleingolfspieler. Ist ein bisschen schwieriger Kollege, aber er hat sich extra Zeit genommen heute für uns. Er wird uns ein bisschen seine Techniken zeigen, ein bisschen zeigen, was er so drauf hat und ein bisschen über seinen Sport reden. Ist große Ehre heute. Wir mussten das alles komplette Anlage mieten, weil sonst die Groupies einen überlaufen. Aber wir freuen uns drauf. Hast du auch jetzt, oder? Magic. Willst du dich nicht vorstellen, falls die Leute dich nicht kennen? Alle wissen mich. Alle wissen, wer ich bin. Jetzt machst du es so nah. Ich war schon immer Minigolf begeistert, schon als ich klein war. Es wurde mir in die Wiege gelegt. Mein Vater hat mir einen Golfschläger gegen den Kopf geworfen. Das hat mich geprägt auf ewig. Hast du die Narbe hier gesehen? Achtereisen. Ghetto. Ghetto auf dem 18er Golfloch. Hall. Ihr nervt mich jetzt schon. Harald, wie? Ja, hole Mann, würde ich sagen. Wie immer halt. Harald out. Ja, was soll man sagen? Mit 7 Weltmeistertiteln in der Tasche ist Leben schon leicht. Ich bräuchte jetzt nicht mit hier euch stehen. So, was wollt ihr eigentlich? Aber ich mach's halt für die Jugend. Mein Golf ist schon meine Leidenschaft auch. Sieht man schon auch, wenn man mich so ansieht. Ist alles, was ich mache, alles, was ich kann. Aber ich kann auch vieles anderes. Wie hat sich der Minigolf denn in den letzten Jahren verändert? Jetzt kommt es mir zu einer Homo-Frage, ey. Weiß nicht. Nur Schlappschwänze sind noch im Sport. Alles so Tiger Woods, müssen mit ihrem dummen Ball da rumspielen. Alles Etepeteta. Brauchen wir wieder Rock'n'Roll im Sport. Dann gehen wir ins nächste Loch, gut? Kann ich blind machen? Komm mit, ich schaff das nicht. Der Ball ist von Präsident Obama unterschrieben. Barack. Okay? Aufpassen jetzt. Das schneiden wir raus, ja? Wehe, das sehe ich irgendwo auf YouTube. Deswegen bin ich auch vom Golf zum Kleingolf gewechselt, weil einfach da ist noch mehr Power dahinter. Also da ist noch mehr Chance, was zu erreichen. Ich habe auch einen eigenen Platz gegründet in Berlin oben. Ja, aber da lasse ich keinen spielen, der ist nur für mich. Ja. Okay, ich will jetzt was trinken. Könnt ihr mir was trinken holen? Okay, Kamera aus jetzt. Hey Freddy. Warum begrüßt dich? Dann sage ich halt nichts, dann sage ich. Willkommen im Baum. Auf dem BG. Es ist scheiße hoch. Ich hab echt ein bisschen Schiss. Aber darum geht's ja auch. So. Ich hab gedacht, so kann ich dem
dir meinen Enthusiasmus zeigen. Guck, wie hoch ich bin. God damn. Und? Siehst du, wie hoch ich bin? Hier oben. Uah. Ich hoffe nicht, dass die Feuerwehr kommen muss und mich runterholen muss. Alles klar, Herr Dalvik. Wir sind für Sie da. Jetzt bringen wir die Leiter und ruckzuck sind Sie bei uns. Das wäre schlecht. Wäre aber auch gut fürs Video. Ich möchte gern wieder runter. Ja, ich gehe jetzt wieder runter. Chris, ich glaube, wir müssen die Feuerwehr rufen. Alright, here's the 411, folks. Say some gangster is dissing your fly girl. You just give him one of these. Oh,